Mein Name ist Dominik und ich habe Nimael LP dabei. Ja, moin moin. So, du bist ja mehr oder weniger so ein Retro-Let's Player, was ich so alles mitbekommen habe und was man auf deinem Kanal natürlich ziemlich gut sehen kann durch das Riesenbanner da oben. Das ist richtig. Wie bist du da jetzt komplett auf den Retro-Style, sage ich jetzt mal, gekommen, dass du jetzt da sagst, ja, ich mache nur Retro? Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also im Kern ist es einfach zu sagen, es sind ein paar Goldstücke, die ich selber früher als Kind gespielt habe. Deswegen war es für mich eigentlich schon mal ganz wichtig, da auch einmal wieder dran zu treten. Und zum anderen ist es auch so, weil ich einfach gerne diese Goldstücke mal wieder rausholen wollte und zeigen wollte, hey Leute, das sind ein paar Spiele, die die Spielewelt geprägt haben, auch irgendwo und uns alle beeinflusst haben, und die sollte man nicht vergessen. Das ist definitiv gut. Ich meine, es gibt Spiele, die was früher dann wirklich auch einfach nur schlecht waren. Aber wenn du sagst, so Goldstücke wie jetzt, sagen wir mal, was hast denn da alles auf deinem Kanal hier? Gut, mir sagt das ehrlich gesagt alles überhaupt nichts. Aber wir haben uns ja vorhin schon mal ein bisschen unterhalten, so Discworld und Neverwinter Nights und... Ja, du hast zu viel auf deinem Kanal, hey. Ja, also das Bekannteste zumindest für die Leute, die halt sich auch für Retro interessieren, das sind ja in meisten Fällen halt die Menschen auch, die diese Spiele selber gespielt haben oder aus dieser Zeit sind. Wird zum Beispiel ja auch Simon the Sorcerer was sagen, und das sind halt so Spiele, die dieses Genre geprägt haben damals. Und ich hole halt Goldstücke raus. Es gab natürlich auch Grütze, darf man nicht vergessen, das gibt's immer. Es gibt auch in der heutigen Zeit gute Spiele. Das will ich auch nicht damit sagen, dass alle neuen Spiele scheiße sind. Das stimmt ja so gar nicht. Einfach nur, ja, ich möchte gerne mal von früher diese Glanzstücke nochmal rausholen. Klar gab's Grütze, aber die lasse ich einfach mal links liegen. Ja, das sollte man sowieso. Weil, wie du schon sagst, in der neuen Zeile gibt es ja auch gute Spiele, und ich sag mal, es gibt auch einfach verdammt schlechte Spiele. Ich meine, da muss man dann immer ein bisschen variieren, was man jetzt macht und was einem gefällt und was nicht. Das ist richtig. So, jetzt habe ich sogar erstmal meine erste Frage übersprungen, weil jetzt wird sich wahrscheinlich schon jeder wundern, warum habe ich nicht nach einem persönlichen gefragt? Dann wäre es jetzt aber trotzdem mal echt interessant, wenn du ein bisschen was von dir erzählst. Von mir ein bisschen was erzählst, also ja, was gibt's von mir großartig zu erzählen? Ich bin halt jemand, der schon lange spielt, sag ich mal. Ich selber bin jemand, der ja hart auf 30 Jahre alt zugeht, ne? Also bin schon ein bisschen bewandert in den alten Spielen. Hab mit, vor 20 Jahren angefangen zu spielen. Ja, kommt hin. Und hauptsächlich Rollenspiele und Adventures. Die Lust an diesen Spielen habe ich bis heute nicht verloren. Damals sogar noch mit den Pen-and-Paper-Rollenspielen angefangen. Das war schon eine ziemlich lustige Zeit. Und ja, das ist im Prinzip zu mir selber eigentlich schon so das Wichtigste eigentlich für meinen Channel, sag ich mal, was mich bezieht, ne? Alles andere ist ja eher so eine nebensächliche Sache oder was auch immer man noch wissen will. Ja gut, so Kreditkartennummer mit Passwort und alles. Nee, das natürlich nicht, aber wenn irgendwelche Leute noch was wissen möchten, gerne, bitte. Und ich bin gerne bereit, Sachen zu beantworten. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich Informationen zurückhalte. Ja, aber mir fällt jetzt nichts so ein, was jetzt in Bezug, also von mir persönlich in Bezug auf den Channel halt noch wichtig wäre. Ja, ich sag mal so, die Leute, die wo dann noch mehr wissen wollen und alles mögliche, die werden dann auch einfach schreiben, entweder schreiben sie es dann unter das Video oder sie schreiben dich dann direkt an, weil ich meine, der Link wird ja auch unter die Videobeschreibung geschrieben, also in die Videobeschreibung, und ich denke mal, da bekommst du dann definitiv mal ein paar Nachrichten, weil Retro-Fans wird es bestimmt ein paar geben. Richtig, richtig. Gut, das Einzige, was man jetzt noch sagen kann, ist, dass ich meine Videos oder auch die Let's Plays halt eben eher ein bisschen ernster und seriöser gestalte und mich selber ein bisschen zurücknehme, weil ich das Spiel für sich sprechen lassen möchte. Also nicht unbedingt hier bla 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 und das Video einfach mal so nebenbei laufen lassen, oder wie? Ja, also klar, es wird viel, ich spreche natürlich auch viel, um da jetzt Lücken entstehen zu lassen, aber
Ich gehe halt in meiner Moderation, sag ich mal, mehr aufs Spiel selber ein und lasse das Spiel für sich selbst sprechen. Ich bin eigentlich nur so ein Nebencharakter, der durch das Spiel führt. Das finde ich eine gute Einstellung, muss ich sagen, also. Ja. Was mich aber auch persönlich noch interessiert, warum du dann genau jetzt, sag ich mal, auf YouTube gekommen bist, warum machst du genau Let's Plays? Oh, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar bin ich, ja, ich habe selber schon viele Let's Plays geschaut und bin dann in der breiten Masse, ich sage bewusst in der breiten Masse, hauptsächlich auf Let's Player gestoßen, die sich versucht haben, auf eine komische Art durchzusetzen. Und mir sind auch ernste und seriöse Let's Player begegnet, auch Retro-Spieler, aber das war eher weniger der Fall. Und da habe ich mir halt eben überlegt, diese kleine Gruppe vielleicht auch nochmal um einen Let's Player mehr zu bereichern. Also in meiner Person dann. Sprich, dass du halt so gesehen die Retro-Welt unterstützt. Das kann man so sehen. Zum anderen habe ich einfach, ehrlich gesagt, da Bock zu gehabt, dann zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal, weil ich, wie gesagt, diese Spiele einfach liebe und ja, ich hatte da dann auch einfach Bock zu. So gesehen willst du dann, sag ich mal, andere Leute an deinem Spiel teilnehmen lassen, was dir halt persönlich auch total gefällt, sag ich jetzt mal. Ja, das ist schon so auf den Punkt herausgetroffen. Ach, das ist gut. Einfach an der Freude, die Freude mit den Spielen von damals, mit den Leuten teilen, die es kennen. Und vielleicht auch mit den Leuten teilen, die es wissen wollten, wie es war, wie es früher eigentlich mal war. Also so in der Vergangenheit wohnen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist gut. Das ist ziemlich gut. was jetzt auch noch, sag ich mal, was jetzt auch noch so eine, wie soll ich sagen, eine persönlichere Frage von mir ist, also was mich auch ziemlich interessiert, was du von den Let's Playern hältst, die wo eigentlich nur noch auf Abo-Fang sind. Sprich, die machen einfach jeden Scheiß, Hauptsache sie bekommen Abos und Klicks. Mag ich nicht. Ganz tief in diese Aussage. Das ist gut ausgesagt. Ich zum Beispiel, bei mir persönlich, mir ist das total schiedegal, wie viele Abos ich habe, wie viele Klicks ich habe. Ich stelle die Dinger rein. Ich habe mir von vornherein auch gesagt, und wenn ich nur einen einzigen Menschen habe, der sich das anguckt, dann ist es mir egal, das ist mir wert. Weil ich mache das Ding für mich fertig, stell's rein, wer es gucken will, bitte. Wenn nicht, ist auch okay. Weil mir macht das Erstellen der Videos auch schon Spaß. Und dieses Abo-Fangen, ich finde es nicht super. Nein, überhaupt nicht, weil es bringt, mir persönlich selber würde es nichts bringen, weil da habe ich lieber wenig Leute, die wirklich Spaß an dem Video haben. Ja, wie man auf deinem Kanal ja sieht, sind sowieso einige schon dabei, die wo sich auch für deine ganzen Videos interessieren. Ich meine, gerade wenig Klicks hast du auf deine Videos ja auch nicht. Nö, und das ist eine sehr, sehr freudige Überraschung für mich auch gewesen, weil ich damit gar nicht so gerechnet habe. Und das ist natürlich eine schöne Sache, aber auch wenn es nur halb so viele wären oder nur ein Zehntel davon, wäre ich genauso glücklich darüber, wie es jetzt auch schon ist. Ja, das ist auch gut so, weil es gibt echt zu viele, sag ich mal, YouTuber, die wo einfach nur noch schauen, ja, sie machen jeden Scheiß, bla bla, und... Na, also jeden Scheiß sollte man sowieso mal nicht mitmachen, sag ich mal. Ich selber habe mich ja durch die Retro-Geschichten auch spezialisiert. Und da bleibe ich, der Linie bleibe ich auch treu. Und werde auch von meinem Weg dabei nicht abweichen. Ja, das will ich hoffen nicht, dass du dann auch noch irgendwie so endest wie manch andere. Ja, es sind so Sachen, da muss man immer schauen. Was heißt auch jeden Scheiß mitmachen? Wenn jetzt jemand Let's Player nebenbei eine Sache macht, die aber wirklich mit seinem Channel zu tun hat auch, ist es ja noch vertretbar und ist okay.
Ich denke da jetzt an so eine Geschichten, wenn da jetzt einer hier anfängt, seine Facecam aufzunehmen und mit den seinen Abonnenten spricht. Finde ich noch gut, wenn es mit dem Channel und dem ganzen der ganzen Thematik zu tun hat. Ja, das machen ja heutzutage auch ziemlich viele, sage ich jetzt mal, zum Beispiel so bei Horrorspielen oder so, wenn sie dann irgendwo ihre Facecam ganz unten, ganz dunkel so einblenden und dann selber dann das Schreien anfangen, da kriegt man wahrscheinlich bei denen sogar mehr Angst als vom Spiel selber. Ja. Also, das sind so schöne Geschichten immer dann. Wenn es stimmig ist, dann schaue ich auch gerne auch andere Sachen, die dann nicht, keine Let's Plays zum Beispiel sind, die ich auf dem Let's Play Channel finde. Wenn es, wie gesagt, halt stimmig ist. Ja. Wenn dann plötzlich, was weiß ich, ein Tutorial zum Beispiel kommt über ein Spiel, was man vorher bei dem gesehen hat. Das passt dann ja irgendwo auch. Ja, das auf jeden Fall. Dann ist es ja Nee, okay. ich hab halt auch gemeint, weißt du, wenn es dir irgendwie, sagen wir mal, jetzt dich von anderen so gesehen in den Dreck ziehen lässt, irgendwie von anderen YouTubern und das auch noch gut findest, sag ich mal, weißt du, dann vielleicht 100 Klicks mehr bekommst oder Nein, Abonnenten oder sonstiges. nein, nein. Sowas ist, weiß Das nicht. ist Machen aber leider immer Schwachsinn. mehr. Ja, das ist sehr, sehr schade und die Let's Player sollten eigentlich in dem Sinne mehr zusammenarbeiten. Weil du kannst, wenn du dir 10 Let's Player anschaust und die haben alle dasselbe Spiel, kriegst du 10-mal ein anderes Let's Play, weil einfach jeder anders ist. Ja, Weil jeder richtig. eine andere Grundlage hat, an die er rangeht. Das stimmt. So, dann hätte ich mal noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wie bist du auf Ne Nimael gekommen? Wie ich auf Nimae gekommen bin, das liegt einfach daran, weil ich Neverwinter Nights auch spiele. Das halt ein sehr schönes Rollenspiel ist, was auch sehr, sehr komplex ist, muss man dazu mal kurz nochmal sagen, weil man da wirklich ja alles selbst machen kann. Und ich spiele dort immer die Elfenrasse. Und Nimael ist eigentlich schon jahrelang immer mein Charaktername für Elfen gewesen, den ich mir einfach mal ausgedacht habe. Und da ich ihn jahrelang in meinen Rollenspielen benutzt habe, habe ich ihn einfach als alter Ego für meinen Let's Play-Charakter gegeben. Ja gut, ich meine, dadurch kann man dich so gesehen auch mehr oder weniger identifizieren, falls sich jetzt Leute aus dem Spiel jetzt, sage ich mal, kennen. Such mal nach Nimael. Da, der hat einen eigenen Channel, ja, super. Ja, und es ist hier schon jahrelang ein Teil von mir und ich repräsentiere mich schon selbst in dem Namen als Gamer. Weil es halt mein Gamer-Name ist, so gesehen halt, ne? Und daher. Ja, man sollte sich so oder so sowieso mal einen eigenen Namen irgendwie machen. Jetzt mal als Gamer oder allgemeiner Zocker, weil ich meine, niemand gibt seinen eigenen Gamernamen, sag ich schon, seinen eigenen Namen irgendwie an. Da schreibt ja niemand hier, ich bin Hans Moritz, Peter, was weiß ich. Oder sonstiges rein. Das hört sich ja auch ein bisschen doof an, sag ich mal. Ja gut, ich habe jetzt bei Nimael nicht lange überlegt für meinen Channel als Channel-Namen, weil warum sollte ich mir jetzt für ein Let's Play einen neuen Namen aussuchen, wenn ich schon seit fast 20 Jahren wirklich einen Namen als Gamer besitze? Und da ich halt Let's Plays mache, also auch Games, klar, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, richtig, richtig. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da bei mir warst und mir ein bisschen Auskunft über, beziehungsweise uns Auskunft über deinen Channel gegeben hast. Gerne, immer wieder gerne. Und ich hoffe, man sieht dann auf jeden Fall noch mehrere Retro-Games. Vielleicht kommt auch mal ein neueres Spiel dazu, mal schauen. Wer weiß, hä? Es sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf der Liste geplant. Also da wird definitiv noch einiges an Wandel und geben. Na, das hört sich schon mal gut an. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich meine, mein Abo hast du definitiv. Und ich Das hoffe höre mal, ich gerne. da kommen noch einige dazu. Und dann sag ich mal, bis demnächst. Bis demnächst.